Ja, und jetzt kommt ein Exemplar erstmals voraussichtlich der Erde mit bis zu 6.800 Kilometern Entfernung so nah wie noch nie. Jedenfalls für ein Exemplar, das wir dabei beobachten können. Das ist dichter als zum Beispiel die Entfernung der geostationären Satelliten mit rund 36.000 Kilometern. Er fliegt also wahrscheinlich darunter durch. Zum ersten Mal wird die NASA die Flugbahn mitverfolgen können und ihr Verteidigungssystem testen können. Welche Gefahr von diesem Vorbeiflug ausgeht und was die NASA tun kann, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Am 12. Oktober ist es soweit. Mit 2012 TC4 nähert sich ein Asteroid so dicht wie niemals zuvor, zumindest einer, der vorher entdeckt wurde. Denn auf der Erde schlagen ständig sehr große Asteroiden ein, nur dass das kaum jemand bewusst ist. Bisher wurde nämlich davon ausgegangen, dass zum Beispiel der Asteroid von Tscheljabinsk eine seltene Ausnahme und außerdem nicht so gefährlich gewesen sei. Das ist aber ein Trugschluss. Der Asteroid, der 2003 aufgrund eines Einschlagwinkels fast komplett verglüht ist, hätte mit einem anderen Winkel eine Großstadt komplett zerstört. Verglichen mit der Hiroshima-Bombe hatte er die 20- bis 40-fache Sprengkraft. Entsprechend TNT war es die von 600 Kilotonnen. Die Atombombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde, hatte eine Sprengkraft von entsprechend 15 Kilotonnen TNT. Ein noch größeres Exemplar ist 2013 sehr dicht an der Erde vorbeigeflogen. 2012 DA14 flog unterhalb der geostationären Satelliten durch. Allerdings änderte der Asteroid dabei seine Flugbahn. Und auch 2012 TC4 könnte gefährlicher werden, denn seine Größe wird auf bis zu 40 Meter geschätzt. Er könnte also theoretisch ein 10-mal größeres Volumen haben als der Asteroid von Tscheljabinsk. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auf der Erde einschlägt, wurde mit 1 zu 14.000 berechnet, also keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber immerhin deutlich größer als beim Lotto die Chance auf den hohen Gewinn. Die Gefahr ist also groß, von einem solch riesigen Himmelskörper getroffen zu werden, und 2012 TC4 ist nur einer von Millionen Gesteinsbrocken, die in unserem Sonnensystem herumfliegen, und etwa 1 Million Asteroiden davon befinden sich im Bereich der Erdumlaufbahn. Davon kennen wir 10.000. Das ist exakt 1%. Und zudem ist nur sehr schwer einzuschätzen, ob die Asteroiden mit der Erde kollidieren, da sie ihre Flugbahn oft ändern. Das geschieht auch ganz ohne den Vorbeiflug an großen Planeten, zum Beispiel durch die Einschläge von anderen kleinen Asteroiden. Immer mehr Wissenschaftler warnen jetzt vor dem hohen Risiko eines großen Einschlags auf der Erde. Wie oft das in den letzten 13 Jahren passiert ist, wurde erst jüngst bekannt. 26 Asteroiden sind auf der Erde eingeschlagen. Darauf gekommen sind findige Wissenschaftler. Sie hatten die Idee, beim weltweiten Atomteststopp-Überwachungsnetzwerk nachzufragen, ob es andere größere Explosionen auf der Erde gab. Und es waren 26. Und es konnten nur Asteroideneinschläge sein, nichts anderes hat eine solche Wucht. Lediglich ein Einschlag wurde dabei vorhergesehen. Alle anderen kamen im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel. Jedes Jahr schlagen also 2 größere Asteroiden hier auf der Erde ein. Bisher hatten wir großes Glück. Denn die Gesteinsbrocken schlugen im Meer, Wüsten oder sonstigen unbewohnten Gebieten ein oder verdampften bereits in der Atmosphäre. Jetzt will die NASA bei 2012 TC4 die Abwehr von Asteroiden testen. Erster Schritt, die Nachverfolgung des Asteroiden. 2012 TC4 kennen wir zwar schon seit 5 Jahren, aber in dieser Zeit konnten wir ihn nur 7 Tage beobachten. Deshalb weiß niemand, ob er jetzt eher 270.000 Kilometer von uns entfernt an der Erde vorbeizieht oder eben ganz dicht mit 6.800 Kilometern. In Zukunft will die NASA das aber exakter voraussagen können. Deshalb soll der Vorbeiflug jetzt genutzt werden, um die Asteroidenerkennung und Nachverfolgung zu testen. Denn das ist die Voraussetzung, um in Zukunft Asteroiden aufzuspüren und dann zu zerstören oder ihre Flugbahn zu ändern. Hier bei Klicksum sind Asteroiden eins unserer Top-Themen. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch... Ja genau, wenn ihr kein Video von Oscar verpassen wollt, dann drückt ihm hier ein Abo aufs Auge. Er ist nämlich ein sensationeller Vlogger und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Asteroiden bedrohen die Erde, jederzeit mit noch mehr Infos zu den Gefahren, die von Asteroiden ausgehen. Spannendes Video natürlich, also nicht verpassen und draufklicken. Viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.